Ich habe Basti GHG in Infinite Craft gefunden. Ein Game, wo man mit den vier Elementen anfängt und man durch Kombinieren immer mehr Wörter kriegt. Papa Platte und sein Chat hatten letztens versucht, dort Basti GHG rauszukriegen. Wir versuchen das Unmögliche möglich zu machen, Chat, und gehen für Basti GHG. Und sie haben es nicht hinbekommen. Bro, ich wurde 3 Stunden lang verarscht, Bro. Ist das krank. Und ich habe mir diesen stundenlangen Schmerz angeschaut und mir gedacht, so schwer kann das doch nicht sein. Ich werde Basti GHG finden. Und so hat meine Suche begonnen. Twitch und Stream ist Streamer. Okay, gut. Aber bis irgendwann Basti GHG rausgekommen ist, war es doch nicht so leicht wie gedacht. I mean, wen wollte ich hier überhaupt schlagen? Papa Platte und sein Chat, die es nicht gelöst bekommen haben, Basti zu finden. Wisst ihr, was sie aber gelöst haben? Eine Rätselreihe um 1 Million Euro von Joko und Klaas. Sie haben alle zusammen einen Zuschauer zum Millionär gemacht, aber haben trotzdem in Infinite Craft das Wort Basti GHG nicht finden können. Und jetzt denke ich krieg das easy hin. Meine ersten Schritte waren klar. Wer ist Basti? Ein deutscher Minecraft-Streamer. Also habe ich nach YouTuber, Streamer und Celebrity gesucht und bin irgendwann auf Germany gekommen. Wichtig. Aber da kam schon das erste Problem. Alles, was ich mit Germany verbinde, naja, Germany Celebrity, Streamer, Twitch, aber soweit hat das Kevin auch geschafft und dann aufgegeben. Es sieht auch nach einer Sackgasse aus, denn ich suche ja nach einem deutschen Minecraft-Streamer und ich verbinde schon Deutschland mit Minecraft-Streamer. Aber es funktioniert nicht. Ich muss es noch mehr in Richtung Basti lenken. Man kann aber nur 2 Wörter gleichzeitig kombinieren, also noch Bastian dazu packen, geht nicht. Außer ich habe German Minecraft Streamer als eigenes Wort. Denn einen Vorteil im Gegensatz zum Papa Platte Chat habe ich. Ich habe nämlich viel zu viel Freizeit. Ich bin YouTuber, also im Prinzip arbeitslos. Also habe ich immer weiter probiert. Leider habe ich nicht alles aufgenommen und es gibt in Infinite Craft keine History, aber über Tourismus hatte ich irgendwann German. Und es war schwerer als man denkt, aber es passt hier wirklich nicht alles ins Video rein. Aber irgendwann hatte ich alle Influencer-Arten mit German am Anfang. Von German YouTuber bis hin zu German Skywars Wiki. Ich dachte, ich bin so nah dran. Jetzt nur noch kombinieren. Was rauskam, war aber so dumm. Ich habe aber deutsche Creator gefunden, was ein riesen Durchbruch war. Mein erster war Gronkh. Den habe ich immer bekommen, wenn da was mit German YouTuber war. Als ich dann TikTok-Streamer und German verbunden habe, habe ich mir nichts dabei gedacht, bis dann Montana Black rauskam. Sogar First Discovery. Das heißt, ich bin der allererste in diesem ganzen Spiel, der überhaupt Montana Black gefunden hat. Ich habe es erstmal getweetet. Das hat mir noch mehr Motivation gemacht, Basti zu finden. Ich wollte ihn nicht mehr nur finden, ich wollte der erste sein, der ihn findet. Und TikTok mitzunehmen war ein guter Call. Denn als ich Basti und German Minecraft TikTok verbunden habe, kam Basti Jer raus. First Discovery. Basti Jer? Wer ist Basti Jer? Wo ist das Min Hunger Games? Ich wusste, ich bin nah dran. Aber nach allen möglichen Kombinieren kam ich nicht weiter. Mein Planwechsel war es dann, GHG als Wort zu finden. Beziehungsweise German Hunger Games. Und dann Basti mit GHG zu kombinieren. Ich hatte schon Skywars, also dachte ich, Hunger Games wird easy. Da lag ich aber falsch. Denn als ich Mushroom Soup und Mushroom Stew hatte, kam ich nicht weiter. Hä? Bis ich den Vorschlag bekommen habe, über Tribute von Panem zu Hunger Games zu kommen. Ich habe es probiert und es hat tatsächlich geklappt. Hunger Games. Und dann irgendwann German Hunger Games. Ich hatte Basti und German Hunger Games. Was mir aber auch aufgefallen ist, ich war nicht der Erste, der German Hunger Games gefunden hat. Jemand anderes war also weiter als ich bei der Suche nach Basti. Es konnte also gut sein, dass ich nicht der Erste sein werde, der Basti findet. Ich habe aber beides kombiniert. Und raus kam Basti Hunger Games. Basti Hunger Games? Was? Ja. Das war so ein Scam. Und das Theater ging noch weiter. Ich habe noch ein paar Mal meinen Plan geändert. Wenn es ausgeschrieben nicht klappt, wollte ich die Abkürzung GHG finden. Ich hatte über Zahlen dann 787 bekommen. Und mit Basti war es 787 Basti. Was? Und selbst da war ich immer noch nicht der Erste. Ich wollte dann GHG buchstabieren. Denn ich habe ein Video empfohlen bekommen, wo jemand gezeigt hat, dass einzelne Buchstaben existieren. G und H hatte dann GH ergeben. Und nochmal mit G war es dann immer noch GH. Schade. Ich habe dann zumindest Basti mit GH kombiniert. Und rauskam Basti GH. Basti GH. Basti German Hunger? Lustigerweise war ich dort
auch nicht der erste. Irgendwo anders hatte sich jemand genau dasselbe gefragt. Und ja, geh ranhängen ging auch nicht. Ich habe wirklich viel zu viel Zeit in das Game gesteckt. Aber irgendwann habe ich dann bemerkt, GH mit Greenpeace ergibt dann GHG. Endlich. Ich war da zwar auch nicht der Erste, aber das war mir egal. Der Moment der Wahrheit war nah. Basti und GHG. Nach Stunden, die ich investiert habe. Es hat nicht geklappt. Das Spiel wollte die nicht kombinieren. Als würde mir die KI vom Game sagen, Basti und GHG? Mir fällt da gar kein Wort ein, was da passen könnte. Was? Aber Basti GH ist ein Wort? Ich hatte an dem Punkt keine Ahnung mehr, wie ich sonst auf Basti GHG kommen könnte. Vielleicht überlasse ich es doch lieber den Profis. Aber was sagte ein Philosoph einst? Wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann habt Bock, wenn ihr jedenfalls aufstehen weiter. Stein rüber. Ich war eh so nah dran und ich durfte nicht aufgeben. Was für 1 Million Euro finden? Das kann ich auch. Also in Infinite Craft, versteht sich. Ich bin ein paar Schritte zurückgegangen, wieder zu German YouTuber. Was verbindet man noch mit Basti? Genau, er ist Fußballfan. Also habe ich es mit Fußball verbunden und Knossi rausbekommen. Was hat Knossi mit Fußball zu tun? Egal, wenn man Knossi finden kann, dann muss auch Basti drin sein. Basti und German Minecraft TikTok war ja Basti Jer. Ich habe dann German Minecraft TikTok mit Minecraft YouTuber verbunden, um mehr in Richtung YouTube zu gehen. Und daraus kam dann Minecraft TikTok YouTuber. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber egal. Und als ich das dann mit dem Namen Basti verbunden habe, hatte ich es. Basti GHG. Und nicht nur das, sogar als First Discovery. Ich habe es geschafft, der allererste zu sein, der Basti GHG in Infinite Craft gefunden hat. Digga, das habe ich gesehen. Chat, wenn das hier echt ist, wurde Basti GHG gefunden in Infinity Craft. Ist echt? Okay, Bro, das ist krass. Das ist crazy.